Die bekannte internationale deutsche Meisterschaft in Muay Thai, the World Full Contact Association. Hier ist der erste Titelanwärter, ein ehemaliger UFC Fighter vom Powerhouse Hannover aus Brasilien, Amilcar Alves. Sein heutiger Gegner aus Hamburg. Vom Team Day of Destruction, Coco Atti. Fünf Runden ab 3 Minuten um die internationale deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht nach Version der WFCA. Präsentiert von my-band.de für einen unvergesslichen Aufenthalt in der norddeutschen Ferienregion. Ich stelle vor, in der blauen Ecke mit einem Kampfgewicht von 85,8 Kilogramm, sein Rekord 23 Kämpfe, 19 Siege. Aus Brasilien, jetzt wohnhaft in Hannover, der amtierende MMA-Europameister der AFSO im Mittelgewicht. Willkommen in Hamburg, Amilcar Alves! Sein Gegner in der roten Ecke brachte auf die Waage 86,3 Kilogramm. Sein Kampfrekord 22 Kämpfe, 20 Siege. Aus Hamburg Horn, Coco de Black Atti.
nach 2 Minuten und 20 Sekunden in Runde 1. Der Gewinner durch Knockout und neuer internationaler deutscher Meister im Muay Thai, der WFCA. Soll ich dich schicken?